Casual Kitchen, das sind einfache Gerichte für jedermann. Ob Anfänger oder gestresste Mutter, keine Zeit ist keine Ausrede mehr. Kochen macht Spaß und wirklich jeder kann es lernen. Heute zaubern wir ein wunderbar indisches Blumenkohl-Kichererbsen-Curry. Schnell, gesund, unkompliziert und einfach lecker essen. So, ich habe hier vorne schon einen Topf Wasser aufgesetzt. Das erste, was wir machen, ist, ich habe hier einen schönen Blumenkohl. Und den werden wir jetzt ganz kurz in im Wasser blanchieren. Dazu mache ich hier erstmal das Grün ein bisschen weg. Das könnte man gut aufheben und nachher eine Suppe geben zum Beispiel oder eine Gemüsebrühe verkochen. Das werde ich damit machen. Wird jetzt eingefroren und wenn ich nächstes Mal Brühe mache, dann schmeiße ich das dabei quasi mit rein. So, ich reiße das jetzt hier einfach mit der Hand schnell weg. Man könnte auch mit dem Messer rangehen, ging wahrscheinlich schneller. Und dann schneiden wir hier unten quasi am Strunk entlang. Jetzt schneiden wir eben so Brokkoliröschen raus oder Florets. Dass wir hier solche Röschen bekommen. Die werden wir gleich nochmal ein bisschen kleiner machen, sodass die so einigermaßen gleich groß sind. Aber erstmal geht es nur darum, die jetzt hier überhaupt mal rauszukriegen. Den Strunk, wie gesagt, nicht wegschmeißen, sondern einfach einfrieren. Oder der schmeckt eigentlich auch ganz gut, wenn man ihn zum Beispiel in Backofengemüse, also in so einen Auflauf, Gemüseauflauf oder irgendwo reingibt, wo er ein bisschen länger ist. Der ist natürlich etwas härter, das heißt, er braucht ein bisschen Zeit zu kochen. Aber der schmeckt sehr, sehr gut, hat sehr, sehr viel Geschmacksstoffe noch. Deswegen, wie gesagt, idealerweise nicht wegschmeißen. Und dann gehen wir hin. Ich habe jetzt hier diese Röschen und die viertel ich jetzt, würde ich sagen. Ja, genau, sodass wir etwa diese Größe kriegen. Und dann gebe ich die hier schon mal in das Wasser rein. Das kann man schon machen, während ich habe das Wasser im Wasserkocher aufgekocht. Wir können das also jetzt schon reingeben. Es geht eigentlich nur darum, dass wir so ganz klein wenig ankochen, damit wir gleich ganz schnell fertig sind. Geben wir hier noch ein bisschen eine gewisse Menge Salz rein in das Wasser. Und dann ruhig hier direkt reingeben. Das soll natürlich ein bisschen flott sein, sonst haben wir dann nachher ganz unterschiedlich gekocht. Als nächstes brauchen wir 2 bis 3 Zwiebeln. Ich glaube, bei der Größe nehme ich mal nur 2. Natürlich schälen wir die erstmal schnell. Dann gießen wir hier den Brokkoli mal ab, den Blumenkohl. Wirklich nur ganz kurz anblanchieren, so 2 Minuten, maximal 3 Minuten, je nachdem wie groß man geschnitten haben. Wir wollen wirklich nur ein bisschen angaren, weil wir braten ihn ja jetzt hier gleich vorne noch im Wok oder in der Pfanne. Wenn ihr keinen Wok habt, einfach eine große Pfanne nehmen oder einen großen Topf. Ich habe jetzt halt einfach, weil ich ihn habe und weil es einfacher ist, dann den Wok dafür genommen. Aber das Rezept setzt jetzt nicht wirklich voraus. So, die Zwiebeln. Kurz klein gehackt. Dann machen wir hier vorne mal den Wok an. So etwas höhere, mittlere Hitze. Jetzt hier auf 8 von 10 gestellt. Dann gebe ich hier eine schöne Menge Kokosfett rein und rühre schon die Zwiebeln. Die können wir ruhig schon im kalten Zustand. Ich hacke die mal noch ein bisschen grob durch. Ich habe die jetzt etwas grober geschnitten, weil ich das ganz gerne mag, wenn man noch so ein bisschen so ein grobes Zwiebelaroma bekommt. Wer das nicht möchte oder wer Zwiebeln auch so allgemein nicht so unbedingt mag, kann A etwas weniger nehmen, nimmt man nur eine Zwiebel statt 2
und kann natürlich sie auch einfach ganz, ganz fein hacken. Dann brauchen wir so drei Knoblauchzehen, je nach Größe. Ja, drei Stück. Beim Knoblauch wie immer einfach die Enden abschneiden. Die haben ja meistens so holzige Enden. Und dann hacken wir den erstmal kurz in Scheiben runter. Und dann gehen wir hin und hacken den ganz fein durch. Nebenbei immer wieder die Zwiebeln so ein bisschen durchmischen. Knoblauch geben wir mit hier rein. Dann habe ich hier Ingwer. Da brauchen wir so ungefähr ein walnussgroßes Stück. Der ist jetzt hier schon ein bisschen angetrocknet. Da müssen wir mal schauen. Normalerweise macht das nichts. Ingwer kann man übrigens auch, wenn er ein bisschen anfängt zu trocknen, einfach ins Gefrierfach schmeißen. Dann hält er sich ein bisschen länger und verliert trotzdem nicht zu viel Aroma. Aber normalerweise, wenn man den so wie Wurzelgemüse dunkel und trocken lagert, kann da nicht viel dran passieren. Man sollte ihn nur nicht zu feucht lagern, außer man friert ihn halt eben ein, weil ansonsten entweder schimmelt er oder er fängt an auszutreiben. Aber kühl und dunkel und trocken, da kann eigentlich nicht viel passieren. So, ein bisschen Temperatur runternehmen. Ungefähr auf 6 habe ich es jetzt gestellt. Nur für euch zur Info. Jetzt sind wir so ungefähr auf mittlerer Hitze. Den Ingwer auch einfach schnell ganz dünn runterhacken. Wer möchte, können auch mit einer ganz feinen Reibe richtig runterreiben. Ginge auch. Aber ich mag, wie gesagt, etwas das gröbere Aroma. Dann geben wir das hier auch mit in die Pfanne. Und dann habe ich hier noch ein paar Gewürze. Und zwar zuallererst habe ich hier zwei. Ich nehme mal so 1,5 Anissterne. Die gehen wir hier mit rein. Braten die jetzt im Prinzip auch noch mit an. Dann habe ich hier Garam Masala. Da brauchen wir ungefähr einen Teelöffel, würde ich sagen. Und so ein Viertel Teelöffel Kumin, also Kreuzkümmel, gemahlen. Nicht zu viel, denn der ist relativ stark. Und eine gute Ladung Chili. Das braten wir jetzt alles mit den mit den Zwiebel-, Ingwer-, Knoblauchmischung noch so ein bisschen an, sodass die Aromen sich voll entfalten können. So ungefähr eine Minute. Und dann habe ich hier ein Glas
das ist jetzt hier ein Glas Kichererbsen, das gieße ich mal kurz ab. Und dann gebe ich hier den Blumenkohl rein. Und eine Tasse Wasser. Und die Kichererbsen. Und dann habe ich hier eine Dose Tomaten. Die geben wir auch rein. Das sind jetzt hier passierte Tomaten. Auch damit rein. Dann mischen wir das Ganze mal vorsichtig ein bisschen durch. Von der Flüssigkeitsmenge her sollte das Ganze jetzt nicht bedeckt sein. Das heißt, es ist ein bisschen weniger. Wir wollen also nicht zu viel Flüssigkeit haben. Dann würzen wir das Ganze noch mit ein bisschen Salz und ein bisschen frisch zerstoßenem Pfeffer. Und lassen das jetzt so 5 bis 10 Minuten vor sich hin köcheln. Und so ab und zu durchmischen, vielleicht so ein oder zweimal. Nicht zu viel, weil ansonsten natürlich hier unser Blumenkohl irgendwann auseinanderfällt. Und dann sieht es nicht mehr schön aus. Wir wollen die Konsistenz möglichst erhalten. Das heißt, wir mischen so wenig wie möglich durch und lassen das jetzt, wie gesagt, so bei mittlerer Hitze etwa 5 bis 10 Minuten, solange wie halt die sowohl der Blumenkohl als auch die Kichererbsen brauchen, vor sich hin köcheln. So, ganz zum Schluss müssen wir das Ganze jetzt natürlich ein bisschen abschmecken. Wir mischen vielleicht nochmal ganz vorsichtig durch. Temperatur habe ich im Prinzip schon runtergestellt. Kann man jetzt eigentlich auch ausmachen. Jetzt schmecken wir das Ganze noch ganz kurz ab. Mit, wie gesagt, Salz und Pfeffer. Vielleicht ein bisschen Essig. Fehlt auf jeden Fall Salz. Pfeffer ist genug drin. Und ich gebe einen ganz kleinen Schuss Rotweinessig rein. Nur um das Ganze so ein bisschen auszubalancieren. Wir haben die Süße. Wir haben die Süße von dem Blumenkohl, von den Tomaten, von den Kichererbsen natürlich. Und wir haben natürlich jetzt ein bisschen salzig, wir haben die Schärfe. Das Einzige, was also noch ein bisschen fehlt, ist so ganz leichte Säure, damit wir die 4S haben, süß, sauer, salzig und scharf. Und ich habe hier hinten noch einen schönen Reis. Das ist ganz normaler Naturreis. Ihr könnt jetzt zum Beispiel auch Nudeln dazu machen. Man könnte ein schönes Brot, also ein Fladenbrot oder Naan zum Beispiel dazu machen. Es gibt in Indien ganz viele verschiedene Brotsorten. Die einen werden Weizenmehl hergestellt, es gibt welche, die werden aus Maismehl hergestellt, es gibt welche, die werden aus Kichererbsenteig hergestellt, also Kichererbsenmehl. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene. Und dann geben wir das hier noch drauf. Und dann habe ich ganz zum Schluss hier noch eine Ladung Koriandergrün. Idealerweise wäre das jetzt, wenn man es frisch vorm Fenster hat, aber noch wächst es nicht. Das dauert wahrscheinlich noch ganz klein wenig. Und was wir machen, ich hacke das hier einfach kurz ein bisschen durch. Und das geben wir hier noch so ein bisschen oben drüber. Wer überhaupt keinen Koriander mag, so das Grün, wenn es nicht gekocht wird, ist normalerweise relativ, also hat ein kräftiges Aroma, aber man kriegt nicht dieses Seifenaroma, was viele Leute nicht mögen. Aber wenn ihr es partout nicht mögt, dann nimmt ihr zum Beispiel einfach Minze, Petersilie, glatte Petersilie idealerweise, Schnittlauch von mir aus, ihr könnt Frühlingszwiebeln drüber machen, einfach so ein bisschen was, noch was Grünes, Frisches, Knackiges einfach noch drüber geben. Wer möchte, könnt ihr auch noch so einen kleinen Klecks Naturjoghurt zum Beispiel draufgeben, würde ganz gut passen da rein. So mit dem scharfen Gericht. Und dann sind wir im Prinzip fertig. Ein ganz einfaches, schnelles Gericht. Wunderschöne Verarbeitung von
den Blumenkohl. Wir haben mit den Kichererbsen ein bisschen besonderes zugeteilt. Blumenkohl ist ja für die meisten eher langweilig, aber so in der Art, wie ich ihn gemacht habe, ist er noch relativ knackig. Nicht dieses bäh, eklig, weich gekochte, nach nichts schmeckende etwas, sondern der hat hier quasi wirklich noch Biss. So muss es sein, deswegen auch vorher dann blanchieren, wirklich nur ganz kurz, wirklich 2 Minuten reicht eigentlich völlig aus. Denn wenn wir das hier nochmal 5 bis 10 Minuten gekocht haben, ist der auf jeden Fall durch, vor allem in der Größe, wie ich ihn geschnitten habe. Wunderschön, mit der Schärfe, mit dem Chili. Macht immer mehr, lasst euch schmecken. Dieses und viele weitere Rezepte findet ihr auf www.casualkitchen.de. Und solltet ihr irgendeine Frage haben oder vielleicht ein tolles Rezept, dann schreibt mir einfach. Alle Infos dazu gibt's auch auf unserer Webseite.